Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit All is Lost von J.C. Chander. Am Anfang ist das, was wir auf der Leinwand sehen, abstrakt. Wir sehen ein Bild, unten blau, oben blau. Es ist das Meer und der Horizont. Aber es könnte auch von Mark Rothko sein. Und dann schiebt sich ein roter Quader ins Bild. Erst später werden wir merken, dass es sich um einen Frachtcontainer handelt. Doch dann wird das, was wir auf der Leinwand sehen, figurativ. Wir sehen einen Mann allein in seinem Segelboot auf hoher See. Unser Mann wird er im Abspann heißen. Und es ist Robert Redford. Von Thomas Bernhard gibt es den Satz, dass ein großer Schauspieler eigentlich nichts machen bräuchte, als einfach nur auf einem Stuhl dazusitzen und man könnte das größte Theater erleben. Und solch ein großer Schauspieler ist Robert Redford. Er braucht nichts zu tun, er braucht einfach nur präsent zu sein und er braucht gar nicht viel zu sagen. 5 Sätze, mehr sind es nicht, die Robert Redford in diesem Film spricht. Und dann wird er gegen Ende noch einmal ganz laut Fuck ausrufen. Und das war's. Mehr werden wir von ihm nicht hören, aber wir werden unglaublich viel sehen. Und das ist wirklich die Rolle seines Lebens. Das ist nicht einfach so dahingesagt. Denn Robert Redford schafft hier ganz großes menschliches Schauspielerkino, wie man es lange, lange nicht gesehen hat. Die viel gelobten amerikanischen Fernsehserien brauchen ja oft 50 Stunden, um einen tiefen Charakter zu entwickeln. Dieser Mann hier in All is Lost, der hat einfach einen Charakter. Und das merken wir in den ersten Minuten. Und dann gibt es noch einen zweiten Hauptdarsteller. Und das ist die wirklich geniale Kamera. Die Kameraarbeit ist überhaupt nicht effekthascherig. Worum es hier geht, ist eher uns ein Gefühl für Bilder zu vermitteln und so Spannung zu erzeugen. Sie ist enorm spannend, diese Kameraarbeit, und auch äußerst klug. Hier werden keine Sensationen eingefangen, die Kamera verhandelt vielmehr ein Thema. Es geht um Abstraktion und Figuration auf der Leinwand. Oft sehen wir das wundervoll gealterte Gesicht von Robert Redford und dann sehen wir aber, ist dieses Bild geteilt. Es ist dann so, dass eine Linie dieses Bild durchzieht. Da ist dann irgendeine Stange vom Segelboot oder wir sehen einen monochromen Hintergrund, das Meer. Es geht also immer um das Abstrakte und das Figurative auf der Leinwand. Wir können das wirklich wie ein Kunstwerk die meiste Zeit betrachten. Und das Besondere ist hier, dass sich die Kamera für einen Humanismus einzusetzen scheint. Sie zeigt uns kein Menschenmaterial. Also sie zeigt nicht, jetzt führen wir hier mal einen großen Schauspieler vor, sondern sie will wirklich den Menschen zeigen in einer feindlichen Umwelt. Das Besondere an dem Film ist, dass man immer wieder reflektieren kann darüber, was macht eigentlich den Menschen aus und was ist das andere, die Welt der Dinge, der Gegenstände, wo ist das Unwirtliche des Abstrakten und wo ist das Menschliche des Figurativen. Man muss zunächst einmal an dem Film loben, all das, was er nicht ist. Denn es gibt hier keine spirituelle Sinnsuche wie in Life of Pi. Natürlich hat er auch hier einen Schiffbruch erlitten. Dieser Container hat sein Schiff gerammt und er weiß nicht ein noch aus, er kann keinen Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Aber Robert Redford wird jetzt nicht irgendwie pseudoreligiös. Wir erleben hier auch nicht die übliche Spannungsdramaturgie mit Wackelkamera, wie wir sie jetzt in Captain Phillips erleben konnten. Und All is Lost ist sozusagen das Gegenteil von Gravity. Mit seiner anthroposophischen Rührseligkeit geht es doch am Ende nur um digitale Vernetzung in Gravity. Hier geht es aber wirklich um existenzielle Einsamkeit. Sandra Bullock wird ja in Gravity am Ende zur Kaulquappe und kommt dann ganz bei sich selbst an. Doch Robert Redford wird nicht zu einem Fisch. Er bleibt ein Mensch und darum geht es in diesem Film. All is Lost ist auch kein Survival-Training à la Rüdiger Neberg und All is Lost hat auch nichts mit Hemingways berühmter Erzählung Der alte Mann und das Meer zu tun. Da geht es ja eher um Impotenz. Wir erfahren, dass Haie große Schwänze haben. Aber wenn all das All is Lost nicht ist, was ist dieser Film dann? In seinem letzten Film hat Chander uns Masken gezeigt, wenn man sich an Margin Call erinnert. Das waren Flat Characters. Hier möchte er uns aber einen Menschen zeigen. Aber er produziert das eben nicht über Dialoge oder so, sondern einfach über den Ausdruck, den Robert Redford uns auf der Leinwand geben kann. Wie ist dieser Film denn überhaupt zu deuten? Es geht darin
sicherlich auch um so etwas wie Kapitalismuskritik. Immerhin haben wir es mit einem Frachtcontainer zu tun, der verloren auf dem Ozean herumschwimmt. Das ist eine Globalisierungskritik, dass keine Verantwortung mehr übernommen wird. Der treibt einfach dahin, er rammt das Segelboot und bringt einen Menschen in die Bredouille. Und dann sehen wir auch mal Frachtschiffe, auch die fahren einfach weiter. Es ist sicherlich Kritik an einer Wirtschaft, die den Einzelnen vergessen hat. Aber es geht in dem Film noch, glaube ich, um sehr viel mehr. In den letzten Jahren konnten wir im Kino erleben, wie der Mensch eigentlich von all der Technik und all den Möglichkeiten, die das moderne Kino bietet, zermürbt wird. Denken wir an G.I. Joe, Transformers, Battleship. Da spielt der Mensch überhaupt keine Rolle mehr. Man könnte gleich auf Schauspieler ganz verzichten. Paul Virilio hat in seinem klugen Essay Die Kunst des Schreckens gefragt, ob nicht vielleicht auch die abstrakte Kunst und all das mit Schuld sind an den großen Gräueltaten des 20. Jahrhunderts und ob es nicht vielleicht sogar so weitergeht. Er schreibt, es scheint, als habe der Wille, die erstickende bürgerliche Kultur auszulöschen, vor allem darin bestanden, sich selbst auf dem Markt der Kunst zu vernichten. Und anstatt den großen Liquidatoren des Jahrhunderts Kulturideale näher zu bringen, brachte man sie offenbar lieber auf gefährliche Gedanken. Und vielleicht ist es auch so mit den aktuellen Filmen, Science Fiction und diesen ganzen Materialschlachten, dass dort doch wieder etwas propagiert wird, das längst wissenschaftlich schon erprobt wird. Weiter schreibt Virilio, schließlich vermochte die moderne Kunst das zu sehen, was die Kommunikations- und Telekommunikationsmittel nunmehr alltäglich vollbringen. Die Zersetzung des Körpers, der Gestalt, verbunden mit dem erheblichen Risiko einer systematischen Gewaltverherrlichung und dem Aufschwung einer pornografischen Hochfrequenz, die überhaupt nichts mit Sexualität zu tun hat. Dieser Film, möchte ich sagen, ist ein humanistisches Manifest. Er richtet sich gegen all jene, die den Menschen für ein antiquiertes Auslaufmodell halten. Er richtet sich gegen die Cyborg-Propheten und Transhumanisten. Er richtet sich aber auch gegen die diktatorischen Prediger vom neuen Menschen, die im 20. Jahrhundert schon große Gräueltaten angerichtet haben. Er richtet sich auch gegen eine Wissenschaftsideologie, die in erster Linie genetisch, neuronal oder digital nun einen neuen Menschen schaffen will. Unser Mann Robert Redford ist vielleicht auch gleichzeitig der letzte Mensch. Das macht diese große Tragödie auch diesen Films aus. Es geht nicht darum, schafft er es oder schafft er es nicht. Wir erleben dort auch unser Schicksal als Menschen. Würde spricht aus Robert Redfords Gesicht und aus seinem Körper, der schon sehr gealtert ist, aber immer noch ein stabiles Rückgrat hat. Aus diesem Körper spricht Haltung. All is Lost ist ein großer Film, der uns auch zeigt, was das Kino möglich macht. Wir können im Kino nämlich den Menschen begegnen. In aller Stille können wir dieses große Menschenschauspiel, das Robert Redford uns darbietet, erleben. Wir haben Zeit zu sehen in diesem Film. Denn sonst schauen wir nur, aber wir sehen nicht.